Ja, hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich hier schon das nächste Paket, was ich mit euch auspacken will. Dabei handelt es sich mal wieder um ein Goose Creek Paket aus den EU oder beziehungsweise England, glaube ich, kam es direkt. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mir ist schon ziemlich warm. Es ist gerade mal Vormittag und es sind schon über 20 Grad. Das ist eigentlich nicht so meine Temperatur. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich eigentlich einen Candle Warmer habe, weil das gerade im Sommer, glaube ich, angenehmer ist, die großen Kerzen unter einen Candle Warmer zu stellen, als die so anzuzünden. In dem Paket hier sind auch wieder einige große Kerzen dabei. Und ja, die packen wir jetzt einfach mal zusammen wieder aus. So. Wieder sehr gut verpackt hier. So, ich stelle es mal zu Boden. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Mails an. So. Ja, es sind einige, die ich schon hatte, aber auch neue. Hole ich einfach mal alle raus. So. Ja, fangen wir an mit Moment in Time. Den hätte ich eigentlich gern auch als Glas genommen, aber gab es leider nicht. Deswegen habe ich mir die Melz nochmal geholt. Hatte ich euch auch schon mal gezeigt in einem Video. Ich finde ja dieses Label total schön mit diesen Laternen und Lichterketten an den Bäumen. Sieht immer sehr romantisch aus und vom Duft her. Es ist ein parfümiger Duft. Für mich hat er auch was Kuscheliges, Wohliges. Ich glaube, da waren auch Früchte mit drin, die ich jetzt so aber nicht rausriechen kann. Ja, es ist so eine Mischung aus Frucht, vielleicht auch Sandelholz, was das Ganze so weich und parfümig macht. Patchouli, glaube ich, könnte mit drin sein. Ja, also ein parfümiger Duft mit Tendenz zum ganz leichten, fruchtigen, süßlichen Hang. Gefällt mir sehr, sehr gut, deswegen dürfte der nochmal einziehen. Weiter geht's mit Minted Eukalyptus. Ein sehr schlichtes Label mit den Minzblättern auf dem Holz. Und den hatte ich, glaube ich, schon mal eine Ecke in einem Paket drin. Und ich hatte ihn, glaube ich, ganz gut in Erinnerung. Und deswegen habe ich mir den jetzt einfach mal nachgeholt. Ja, und das ist, wie gesagt, so eine Mischung einfach aus Minze und Eukalyptus. Sehr erfrischend, sehr ätherisch. Hat so ein bisschen was von frischer Luft auch. Ja, den kann ich mir jetzt prima im Sommer vorstellen. Ich denke, der wird an den heißen Tagen ganz gut kommen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass ich mir den jetzt mal mitgenommen habe. Weiter geht's mit Watermelon Patch. Den hatte ich ebenfalls schon mal so als Ecke zum Testen. Aber da hat er so ein bisschen dumpf gerochen. Ich weiß, wie gesagt, manchmal nicht, ob es am Lagern oder am, an dem Duft selber liegt. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach nochmal mitgenommen. Also zum einen riecht er wie so ein wässriger Melonen-Hubba-Bubba. Und ich glaube, hier ist also so ein bisschen auch diese grüne Schale zu riechen. Ja, also er riecht auf jeden Fall besser als die Ecke, die ich damals hatte. Ja, da bin ich mal warm gespannt. Ich denke, so ein bisschen wässrig, fruchtig, das kommt im Sommer auch immer ganz gut. Watermelon Patch. Weiter geht's mit, da habe ich mich jetzt mal was richtig getraut, Maple Butter. Schreit wahrscheinlich schon so nach Maggi oder so. Ich bin jetzt echt gespannt, den kenne ich wirklich noch nicht. Ja, das Label sieht natürlich total köstlich aus, diese Pancakes mit dieser geschmolzenen Butter. Jetzt bin ich gespannt. Geht. Also ich bin positiv überrascht. Der hat so eine Zimtnote. Dieses Buttrige. Also ich bin eigentlich positiv überrascht. Der gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Also das ist jetzt wieder erwarten doch echt gut geworden. Der hat so ein bisschen, wie gesagt, was Zimtiges, Buttriges. Süß. Gefällt mir echt gut. Also ich bin gerade ein wenig von den Socken. Also den werde ich jetzt einfach mal bei Zeiten in der Küche probieren, auch wenn Zimt eher in den Winter gehört, aber das will ich jetzt so wissen, ob der warm genauso lecker riecht, also positiv überrascht. Dann habe ich hier Cherry Blossom. Kirschblüte ist wirklich ein schöner Frühlingsduft.
Ich bin jetzt mal gespannt, wie der ist. Ich glaube, ich hatte auch schon mal eine Ecke davon. Ja, und der ist auf jeden Fall sehr dezent, aber floral, lieblich. Im Vergleich zu Cherry Blossom von Yankee Candle ist der hier nicht so fruchtig. Der hat so eine leicht parfümige Note. Gefällt mir erstmal ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie er warm ist. So hatte ich ihn recht schwach in Erinnerung, aber so im Melt gefällt er mir erstmal ganz gut. Und das letzte Melt ist Cabin in the Woods. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hatte oder nicht. Auf jeden Fall ein mega schönes Label, wo man gerne mal Urlaub machen möchte, zum Abspannen und zur Ruhe kommt. Ja, das Wachs ist so eher grünlich, das wird ein sehr holziger, grüner Duft sein. Ja, er hat so ein bisschen was Ledriges für mich. Ja, ist jetzt nicht mein Favorit. Ich werde ihn auf jeden Fall mal testen und ansonsten den Rest vielleicht weiterschicken. Cabin in the Woods. Ja, das war's mit den Wachsmelts und weiter geht's mit den Gläsern. An der Zahl sind es 5 Stück, wenn ich das hier so richtig sehe. Ja. Ah ja, ich sehe schon das gelbe Wachs. Da erwartet mich mein heiß ersehnter Passion Fruit Martini. Mega knalliges Wachs und schönes Label. Da bekommt man wirklich Lust auf so einen lecker, ja, schmeckenden Cocktail für den Sommer. Ja, und den Duft hatte ich ja schon als Wachsmelt, Gott sei Dank. Deswegen bin ich dann letztendlich auch dazu gekommen, mir den groß zu holen. Der ist sehr, sehr fruchtig. So ein bisschen wässrig auch. Also, als ich ihn damals hatte, hat er wirklich sehr nach Maracuja, dieser Passionsfrucht, gerochen. Hier kann ich jetzt noch so einen Hauch Mango mitriechen. Und er hat irgendwie eine Note von Coconut Splash, würde ich jetzt behaupten. Also gefällt mir im Glas fast noch besser als Melch. Ich weiß nicht, ob das sein kann, so ein Unterschied. Aber den werde ich jetzt definitiv ganz bald testen. Da bin ich schon sehr gespannt. Einer meiner neuen Favoriten. Weiter geht's. So. Und da sehe ich einen türkisen Duft und zwar ist das Jungle Adventure. Wirklich ein passender Duft zu dieser Jahreszeit, lässt auf ein aquatisches Erlebnis hoffen und ich hatte den schon als Wachsmelt und ich fand ihn ganz gut und habe aber damals gesagt, glaube, dass ich ihn gut finde, aber nicht unbedingt als Glas kaufen würde, weil er dafür nicht so spektakulär ist, aber für 15 Euro dachte ich mir, ach komm, das gönne ich mir jetzt doch mal. Und das ist ein, wie schon gesagt, sehr aquatischer Duft. Der hat auch so einen leichten floralen Moment. Das könnte wie so eine Wasserlilie oder irgendwie sowas ganz Frisches sein. Ja, hat so einen Hauch Männerduschgel, aber es ist jetzt nicht zu dominant. Es ist wirklich eher so ein aquatischer, wässriger Duft mit so einer leicht grünen, floralen Note. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut und passt jetzt wunderbar, wie gesagt, zur Jahreszeit. Dann machen wir weiter. Ja, wer darf das nachher wieder aufräumen? Fliegt hier alles nur so daher. So. Und als nächstes haben wir den Jelly Beans. Ja, dunkelviolettes Wachs und auf dem Label ganz klassisch diese Schale mit diesen Jelly Beans. Hatte ich ja auch schon als Pröbchen. Ja, und das ist einer der besten Jelly Bean Düfte, den ich kenne für mich. Weil das eigentlich für mich so ein Duft nach Zitrus und Erdbeer ist. Der geht so in die Richtung wie Rainbow Sugar von Goose Creek selber schon. Ist ein total leckerer, süßer Duft.
wie gesagt, spritzig durch die Zitrone. Für mich riecht er nicht nach Jelly Beans, Gott sei Dank, weil die Jelly Beans dürfte mir sowas von künstlich und unangenehm sind. Ja, dieses Traubige mag ich immer nicht und deswegen finde ich den sehr, sehr schön. Label finde ich so lala, das ist jetzt nichts Spektakuläres. Irgendwie erinnert es auch so an Ostereier, habe ich so gerade den Eindruck. Aber wie gesagt, ein schöner, süßer, fruchtiger, zitrischer Erdbeerduft, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, der nächste Duft. Ah ja, jetzt kommt wieder eine Premiere für mich, den ich noch nicht kannte. Ich fand das Label so schön und dachte mir, den probierst du jetzt. Wahrscheinlich wird er mir nicht gefallen, leider Gottes, ich vermute es, weil dieses dunkelgrüne Wachs, also es sieht sehr, sehr schön aus. Die Komponenten waren teils gut, teils dachte ich mir, bestimmt zu holzig und jetzt bin ich sehr gespannt. Catching Fireflies übrigens. Es ist auch überraschend gut. Er hat eigentlich eher was Frisches. Er ist relativ dezent, muss ich jetzt sagen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist so ein schwerer, holziger Duft. Aber irgendwie hat er was Grünes, Frisches, Aquatisches auch. Und ich bin positiv überrascht. Also, ich hätte jetzt bei diesem Label eher einen schweren, hölzernen Duft, vielleicht so nach Patchouli und Vetiva oder so erwartet. Was Mystisches, Geheimnisvolles, auch durch dieses Label mit diesen Fireflies, Glühwürmchen. Aber dass der jetzt so frisch daherkommt, also der gefällt mir außerordentlich gut. Also da habe ich dann doch mal wieder einen guten Griff gemacht. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zum letzten Duft. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Ah ja, genau. Das ist der Black Amber Plum. Ein schönes, dunkles, saftiges Label, sage ich jetzt mal so. Also diese aufgeschnittenen Pflaumen. Pflaumen mag ich ganz gerne eigentlich so im Sommer auch auf Kuchen, wenn es jetzt nicht zu matschig ist. Und den Duft, den hatte ich schon als Melt. Und das ist auf jeden Fall eine schöne, dunkle Pflaume, die aber parfümig ist für mich. Sehr süß. Zuckrig und hat auf jeden Fall, wie gesagt, so einen parfümigen Einschlag. Das wird wahrscheinlich auch durch den Amber sein. Ein wohliger Duft, sehr gemütlich irgendwie. Also wäre so fruchtig und leicht parfümig. Ich will jetzt nicht kaschmirmäßig sagen, aber der hat irgendwie was sehr Gemütliches. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut und deswegen dürfte davon auch ein Glas her. Ja. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich echt sehr, sehr zufrieden jetzt mit den Düften, auch mit denen, die ich nicht kannte. Einziger, der mich jetzt nicht so überzeugt hat, ist der Cabin in the Woods. Aber wie gesagt, überrascht hat mich Maple Butter. Also der ist wirklich lecker. Der riecht ein wenig wie Pumpkin Cupcake. Den mochte ich ja auch sehr gerne. Also wirklich toller Duft. Genauso Catching Fireflies, wie gesagt. Ist eher so aquatisch frisch irgendwie. Ich bin begeistert. Ja, das wird wahrscheinlich nach wie vor nicht die letzte Bestellung gewesen sein bei Goose Creek EU. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wer mal so ein Glas für 15,99 sich holen will. Oder wie gesagt auch Melz 3,25 aktuell noch. Und Versandkosten 5,95. Ansonsten über 100 Euro Versandkosten frei. Lieferzeit eine Woche ist, denke ich, völlig in Ordnung. Und ja. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Sommerzeit mit vielen tollen Düften und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.